Ich würde auch gerne mal die Aliens finden. Es gibt ja irgendwie eine neue Alienrasse und so weiter. Da gibt es auch Alienschiffe und so weiter. Würde ich auch gerne mal finden. Ich werde zwar nicht wirklich eine Chance gegen die haben, beziehungsweise die werden mich relativ fix abservieren. Aber man hat es zumindest mal gesehen. Mal gucken. Vielleicht finden wir hier irgendwann mal welche. Wäre irgendwie lustig. So, das ist glaube ich hinter mir. Das Ziel. Ja, hier ist es. Frameshift Drive charging. So. Hin und her durch die Galaxis fliegen einfach. Schadet ja nicht. Im Gegenteil. Es fördert ja alles ein bisschen. Achso, hat er selber ausgerichtet dann. Auch sehr positiv. Tam, 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 tam. Wenn ich natürlich jetzt seit Krösus wäre, hätte ich das Schiff einfach auch selbst zerstören können. Dann wäre ich wieder bei Iota Persei rausgekommen. Aber wollte ich aber nicht. Weil ich gerne Geld sparen möchte. So, Abkühlzeit. Und go. Frameshift Drive charging. Unidentifizierte Signalquelle. Halte ich mich fern davon. Die Signalquellen sind immer relativ lustig, weil oftmals sind das einfach Piraten. Das heißt, dann sind irgendwelche gestrandeten Schiffe da. Du fliegst hin, dann warten Piraten auf dich und ballern dich einfach weg. Finde ich immer nicht ganz so prickelnd. Darum lassen wir das einfach mal. So. Natürlich hinterm System. Oder hinter der Sonne wieder. Biel Taka. Frameshift Drive charging. Biel Taka oder keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Das ist, also exotischen Namen immer ist schon in. Ne? Gibt es denn irgendein Regelwerk irgendwie oder irgendeinen sinnvollen Weg, wie man das Ganze ausspricht? Oder ist das einfach so. Ja, einfach auf gut Glück und hoffen, dass man dann das Richtige sagt? Weiß ich gar nicht. Stelle ich mir schwierig vor. Naja. Lalalalalala. Kann ich ja nicht scannen? Nö, kann ich nicht. Ich kann hier gar nichts machen. Immer nette Ladebildschirm dann. Also der Pseudo-Ladebildschirm eigentlich. LFT215. Na komm, abkühlen. Frameshift Drive charging. Oh. Ja, ich bin in der Nähe von der Sonne. Dauert's wieder etwas. Massesperre. Tam, tadam, tadam, tam, tam. Na komm. 4, 3, 2, 1, engage. Ich muss übrigens sagen, ich finde es sehr, sehr gut, dass unser Tank hier wirklich hält auch ein bisschen. Weil momentan Treibstoff, wir haben nicht mal ein Drittel Treibstoff verbraucht und sind einmal komplett hingeflogen, einmal wieder zurückgeflogen. Das ist eigentlich ganz praktisch. So. Bin ich jetzt bald mal da? Das kann ja nicht wahr sein. Ich würde langsam gerne mal ankommen. Frameshift Drive charging. Ich würde sehr gerne mal ankommen. Das wäre schön. Das wäre sehr, sehr schön. Ich habe so ein Kratzen, so ein Rauschen hier gerade. Ich glaube, ich war wieder zu nah an der Sonne. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Was ja nicht ganz... Wie immer nicht ganz so toll ist. So. Ist ein bisschen langweilig gerade, weil wir diese Sprünge permanent machen. Also zum Zuschauen, glaube ich, gibt es nicht so viel, was man hier gerade, ja, was man machen kann. Außer einen schönen Kosmos, den man hier hat. Der natürlich sehr schön gemacht ist, aber halt trotzdem Iota Persei. Geil, dann sind wir wieder zu Hause. Mich würde interessieren, wo der Cooper mittlerweile ist. Das würde mich echt mal interessieren. Der ist, glaube ich, gefühlt eine Stunde lang ist er einfach nur, durch die Galaxis geflogen, zu seinem jetzigen Punkt.
Das heißt, er dürfte meilenweit entfernt sein. Achso, ein bisschen der Punkt auch ist, warum ich diesen riesen Frameshift-Drive haben will, wo man 20 Lichtjahre überbrücken kann. Einfach, dass wenn ich dann mit dem Cooper zusammen spiele, dass ich ihn auch relativ schnell erreichen kann. Uah. So, Yota Persei. So, dann wieder Walker City. Kampfbereich weniger. Wir gehen mal in das Rohstoffabbaugebiet einfach. Da gehen wir einfach mal hin und gucken mal, was uns da Schönes erwartet. Wir können ein paar Kopfgelder jagen vielleicht. Gucken wir mal. Dann machen wir da noch ein bisschen was. Wie gesagt, Yota Persei sind wir eh gerade. Das heißt, wenn wir jetzt sterben sollten, landen wir eh bei der Sternenbasis, wo wir gerade sind. Von daher ist es relativ wurscht. So, mal schauen, ob es hier überhaupt Kopfgelder dann gibt. Dürfte ein bisschen entspannter vielleicht sein als das Kampfgebiet. Man weiß es nicht. Aber wir zum Kampfgebiet könnten wir eigentlich auch noch schauen. Könnten wir da noch ein paar Schiffe platt machen. Dann haben wir die andere Quest auch noch abgeschlossen und kriegen, glaube ich, auch nochmal 150.000 Credits oder irgendwas. Was auch nicht so schlecht wäre. So, das sind ein Haufen Punkte hier gerade. Das heißt, dürften alles Schiffe sein. Ich hoffe, mich zieht jetzt hier keiner raus. Das wäre schön. Das wäre echt schön, wenn mich jetzt hier keiner rausziehen würde aus dem Schlons. So, ich muss ein bisschen langsamer machen, glaube ich, jetzt, hä? Oder? Wo muss ich denn hin? Kontrollpunkt. Aha. Ich muss in diesen Asteroidengürtel doch eigentlich rein, oder? Das dürfte doch in diesem blöden Asteroidengürtel hier sein. Bei diesem Planeten. Das sind doch meistens die Abbaugebiete dann. So. Blau sind wir, das heißt, das passt. Das heißt, wir dürften eigentlich von der Geschwindigkeit hier müsste es passen. Ich muss jetzt nur den richtigen Winkel treffen, weil sonst schmeißt er mich vorher raus. Weil er einfach denkt, ich möchte in die Asteroiden reinfliegen. Das mag er da nicht so ganz. Aufprall. Aha, ich glaube, der Winkel sollte aber passen. Der Winkel könnte durchaus passen, dass ich genau drauf lande. Gucken wir mal, gucken wir mal, gucken wir mal. Ja, es sollte... Ich hoffe, es passt. Bereit zum Dropout. Sehr gut. Ich fliege ein bisschen näher ran, weil... Dann sind wir... besser im Ding. So, und Jeremy ist online. Sehr gut. Rohstoffabbaugebiet. So. Sidewinder. Nein, Scanner. So, sauber. Aha. Der Scanner, der dürfte sauber sein, vermute ich mal. Scan detected. So. Okay, das passt. Der ist clean. Scan detected. Alles in Ordnung, guten Flugpilot. Okay. So, jetzt schauen wir, ob es hier irgendwo eine Gefahr gibt. Föderal Agent, another ship, another useless spacer. Get out of my way. So, hier ist jetzt relativ wenig los, glaube ich. Wir können uns an den föderalen Sicherheitsdienst dranhängen. Kontakte, Fragment, Dark Valentine, Kopfgeld, kein Eintrag. Scan erforderlich. Ada. So, wo ist der? Schauen wir mal eben. Ich glaube, das ist hier relativ langweilig gerade. Hier tut sich nichts. Scan detected. So. Ach, der ist gesucht hier. Incoming mission critical message.
Er hat Waffensystem ausgefahren. Er ist gesucht. Kompetent. Okay. Die Frage ist, kann ich den einfach abknallen oder nicht? Weiß es nicht. Sekundär. Was ist das überhaupt? Ist ein Adder? Ach, haben hinten, da kämpfen sie gerade. Target Shields offline. Sauber. Was haben wir hier? Cobra MK3. Anti-Verbrechen-Einheit abgesetzt. Gesucht. Berichte über Verbrechen werden untersucht. Sicherheitsreaktionseinheiten auf der Station. Der ist im Geschwader aber gerade. Ist der Sicherheitsdienst hier zufällig? Ja, der Sicherheitsdienst ist hier. Okay, dann helfen wir dem Sicherheitsdienst einfach. Moment, den scannen wir eben mal. Zack. So, ein neuer Kontakt. Na komm. Gesucht. Okay, Martin Vetterli. So, machen wir das mal. So. Guck mal, wenn der föderale Sicherheitsdienst hier nämlich ist, dann haben wir nämlich gleich Unterstützung. Dann sind wir nicht alleine. So. Keine falsche Begegnung und versuchen Sie nicht, sich unseren Scans zu entziehen. Das war doch ein Dreiergeschwader. Wo ist denn der andere? Imperiale Igel. Gesucht. So. Okay, na toll. Target destroyed. Scan detected. Ich bin harmlos. Hoffe ich zumindest. So, haben wir noch irgendwo einen? Das ist der Föderale Sicherheitsdienst. Das ist ganz cool, wenn man sich immer an den Sicherheitsdienst hier ranhängt. Viper MK4. Sauber. Zachary Hudson. Haha. So, den scannen wir auch mal. Scan detected. Okay. Der ist safe. Okay, das ist relativ low hier eigentlich. Ach, Moment, hier ballern sie schon wieder. Auf ihn, glaube ich, hier. Scannen. Ach komm, das ist doch nicht wahr. Er ist ganz cool eigentlich, weil hier der ganze Sicherheitsdienst hier ist. Aber das Problem ist, die machen die so schnell platt gerade, dass ich eigentlich draufballern müsste, damit ich halt überhaupt irgendwas kriege. Das ist der Sicherheitsdienst. Hier haben wir noch einen. Ach, das ist der Zachary Hudson wieder. Der ist sauber. Was mit dem hier? Okay, der ist auch sauber. Was bist du? Cobra MK3. Föderaler Agent. Ja, schon wieder Zachary Hudson. Mann, Zachary. Geh mir aus dem Weg. Hier irgendwas jetzt noch? Nee, ne? Die ballern doch hier schon wieder. Wo schießen die denn? Ich sehe es nicht. Hier. Auf die hier. Auf die. Ist meist harmlos. Auf den ballern sie. Gesucht. Okay, ich balle einfach mal drauf, vielleicht kriege ich ein bisschen was wenigstens. Target Shields online. Okay. Target destroyed. Mission failed.
Incoming mission critical message. Okay, die Liquidierung, die haben wir nicht geschafft. Weil ich ja den Sogwolkenscanner nicht da habe. So, ist wieder der Zachary Hudson hier bestimmt. Ja, natürlich ist es der Zachary, ist ja klar. So, sauber. Material, okay. Ich könnte mal so scannen einfach, wie was ist. Sidewinder. Kompetent. Ah, hier. Da haben wir mal einen. Dreiergeschwader. Versuche gerade abzuhauen hier. So. So. Wow. Ja, das war schlau. Falschen Knopf gedrückt. Bin außen auf den Booster gekommen. So. So. Mal gucken, ob wir es schaffen. Das ist ein Dreiergeschwader. Die zielen schon auf mich. Aber das könnten wir vielleicht sogar schaffen. Gucken wir mal. So. Frameship charge detected. So. Oh, toll. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat nicht mal 4000 Credits gegeben. Was für ein Glück. So, wo ballern wir denn hier drauf gerade? Ist er schon wieder tot? Okay, ist relativ unspektakulär hier eigentlich. Ich glaube, hier hauen wir wieder ab, oder? Das bringt gerade nichts. Also das hier ist relativ sinnfrei. Brauchen wir ewig, bis wir irgendwas finden. Ich hau mal aus dem System. So. Fliegen wir raus hier. Massesperre, fliegen wir zu mir hier raus. Schau dir mal das System Sinuef IHHB574A6 an. Da flog ich schon umher. Frameshift Drive Charging. Okay, störende Masse. So, gucken wir mal eben. Navigation. Achso. Na gut. So. Galaktische Karte. Gucken wir doch mal eben. Ich konnte doch irgendwo mal suchen, ne? Wo ging das mit der Suche? Suche hier. Was sind. Nuef IH. A, B, 5, 7, was? B, 5, 7, minus 4, A, 6. Tod, der Blaster McQueen. Wolf 3 und 7, erschlossen. Edmund Mahan, aha. Wo kann ich denn hier suchen? Was ist das hier? Colonia. Aha. Yoda Persei. Coldslug Slave. Hä? Gewählter Standort aus, Springdaten, kein Boost, schnellste Runden, FSA-Boost, Tonnen, Reichweite, kein Boost, Suche. Wie kann ich denn dort bei Suche? Die habe ich ja gemacht, aber es geht ja nicht. Sinuefe. Ach, jetzt sei hier. Jetzt macht das. What? Soweit reichen meine Sensoren gar nicht. Habe ich gar keine Karte dafür. Was?
Ja. Sinuefe IH minus H. Okay. Entfernung 872 Lichtjahre, glaube ich. IHB57-4A6. Ach so, jetzt haben wir es. Ah, hier. Routenplanung. Ne, muss weiterschreiben. Okay. Och ja. Wie viele Sprünge brauche ich? Sehe ich das irgendwo? Bevölkerung? Aha. Sprungdaten. Wirtschaftlichste Route, schnellste Route. Das dauert ein bisschen. Alter, wie viele Sprünge sind denn das? Das sind ein paar, das ist ein bisschen was. Ja. Also werde ich sehr, sehr lange brauchen. Kontostand. So, per se. Ach so, kann dir ja das System nicht anschauen. Tam, 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 tam. Kannst dir das System nicht anschauen. Nee, aber, interessant. Da hinten guckt Jeremy gerade rum. Ich frage mich, wo der Cooper rumguckt. Der wird auch irgendwo am anderen Ende des Universums sein. Na gut. Interessant. Mach schnellste Route. Ja, ich will mir erstmal einen anderen Frameshift Drive eigentlich holen. Weil, ich fliege da auf jeden Fall hin, aber... gescheitert. Entsorgen. So, bestätigen. Jawohl. So. Zurück. Jetzt müssen wir ins... was hatte ich hier noch? Transaktionen. Ach ja, das ist das Kopfgeld, was ich gerade eingesammelt habe. Okay. Navigation. Ich muss auf jeden Fall in... Walker City. Ich bin übrigens eine Banane. Ich bin die ganze Zeit, jetzt, wo ich gesucht habe, bin ich weitergeflogen mit dem Frameshift Drive. Was fantastisch ist, weil jetzt bin ich wahrscheinlich ewig weit entfernt. Na, es geht einigermaßen. Also, wir machen jetzt die Kopfgeldmission. Also, diese eine Mission machen wir noch, wo wir die, die Feinde da platt machen müssen. Die holen wir uns noch. Und dann mache ich mich mal auf Richtung Jeremy. Wobei ich das, glaube ich, lieber offscreen mache. Ja, ich glaube, ich mache das lieber offscreen. Das nehme ich nicht auf. Weil da bin ich ja... Keine Ahnung, da werde ich, glaube ich, gefühlt eine Stunde unterwegs sein dann. Das möchte ich dann niemandem antun. Beziehungsweise, ich muss mal mit dem Cooper dann abstimmen, wo der dann ist, dass wir uns vielleicht irgendwo dann mal alle zusammen dann treffen. Das wäre schön, da kann man da ein bisschen weitermachen. Hier haben wir uns jetzt zwar einen kleinen Ruf aufgebaut, aber ich möchte natürlich doch ein bisschen noch was anderes sehen, auch vom Spiel. So, haben wir das Kampfgebiet irgendwo? Ist das hier... Ich muss näher ran, glaube ich. Bin noch zu weit weg. Ich möchte mich gerne wieder zum Kampfgebiet. Dann machen wir die eine Mission noch fertig und dann kaufen wir uns den neuen Frameshift Drive. Dann sind wir ein bisschen schneller unterwegs, glaube ich, beziehungsweise dann geht es ein bisschen effizienter. Und dann schauen wir einfach mal, was wir in der nächsten Session dann machen, weil dann mache ich im Stream mit was anderem weiter. Und... Walker City. Ja, ich bin aus dem ganzen System hier halt rausgeflogen. Das dürfte die Sonne sein hier, glaube ich. Iota Persei, das dürfte die Sonne sein, nämlich. Ich bin aus dem ganzen System rausgeflogen. Ich bin da nicht mehr, ich habe die Erkundungsdaten schon abgegeben und dort in dem System steht jetzt mein Name. Ach so. Ja, wir müssen uns irgendwo mal treffen dann können wir zusammen wieder so eine Session machen. Wenn wir das schon mal gemacht haben, das war ganz lustig eigentlich. Aber wie gesagt, das mache ich offscreen, weil, wie gesagt, durch die halbe Galaxis fliegen eine Stunde lang, wie du halt den, keine Ahnung, tankst, hinfliegst, das möchte ich keinem antun.
Das ist nicht ganz so toll. Das heißt, das mache ich dann offscreen einfach und dann schau mal, dass in der nächsten Session, dass dann, ja, wir wieder unser Geschwader vereint haben. So, jetzt muss ich mal gucken, da ist die Sonne auf jeden Fall. Jetzt müsste ich auch langsam wieder Sensordaten kriegen. Beziehungsweise, die Bereiche hier, oder? Hier, da sind sie wieder. So, Rohstoff, aber Kampfbereich. Weniger heftig. So, auf zum Kampfbereich. Oh, der ist da oben ja gleich. Ach nee, ist noch ewig weit entfernt. Der ist wieder bei dem Planeten, ne? Oh, ist jetzt ein neuer Kampfbereich. Schau mal. Oh, ist ein neuer Kampfbereich. Der ist nicht beim Planeten. Doch, der ist beim Planeten. Ich bin zu schnell. Ich bin viel zu... Schade, ich dachte das jetzt mal nicht mehr bei dem Planeten, sondern was anderes. Aber ist leider doch das gleiche wieder, wo wir die ganze Zeit schon vorhin waren. Schade eigentlich. Ich hätte gerne mal was anderes gesehen. So. Gucken wir mal. Weniger heftig. Das Tolle ist, der Kampfbereich ist angeblich weniger heftig, aber trotzdem kriegen wir permanent einen auf den Sack. Wenn wir uns einmal treffen, dass wir dann, dann ablosen. Ist irgendwie nicht ganz so toll. So. Ich glaube, mit dem Cooper war ich immer in den Rohstoffabbaugebieten, die gefährlich waren. Das war, glaube ich, immer dann das, wo wir am meisten Kopfgeld dann gesammelt haben. Meine ich zumindest. Müsste ich nochmal in der Aufnahme oder was gucken. Oder ihn fragen, wenn er wieder da ist. So, das müsste eigentlich passen von... Oder passt das vom Winkel her? Das müsste eigentlich passen. Dann kriegen wir wenigstens noch ein paar Credits dann dazu. Ist jetzt nicht ganz so toll gelaufen die letzte Stunde, glaube ich. Da sind wir sehr dämlich umhergeflogen eigentlich. Habe ich mir ein bisschen mehr erhofft. Weil das schade ist eigentlich, dass mit den Scannern, weil ich habe nicht so, kann nur zwei Scanner platzieren. Und dann ist halt die Frage, Tötungsbefehlsscanner ist halt für Kopfgeld ja ganz gut. Da müsste ich halt immer umrüsten. Ich sage, ich suche halt jemanden, dass ich dann halt das Ganze umrüste, dann, dass ich die rausziehen kann einfach. Aus dem Frameshift Drive. So. Okay. Okay, so, Funktionen. Zack. Fraktion wählen. Haben wir gemacht. So. Mal gucken, ob wir. Under attack. Alter, ich bin noch gar nicht bereit. Werfer. So, ein Boost hinterher. Kriegen wir ihn schon. Oh, Crap. Habe ich getroffen, aus Versehen. Gesetzlos, Missionsziel. Ich hasse Düppel. Jetzt erleben sie, wie ein richtiger Pilot das macht. Also, du meinst sterben? Also, wie man als richtiger Pilot stirbt, finde ich gut. Das kannst du mir gerne zeigen, weil das möchte ich selber nicht erleben. Da habe ich ehrlich gesagt keine große Lust drauf. Ach komm, deinen verdammten Schilden. Thermische Überladung. Target Shields online. Natürlich sind die Schilde wieder online, ist klar.
Okay, Schilde offline und Waffenfeuer.